willkommen bei Deutsch Podcast. Und wir sind eure Dozentinnen und Lehrerinnen. Wir sind auch Prüferinnen und neben mir sitzt Sandra Duran und ich bin Virbi Hach. Ja, heute haben wir wieder eine C1-C2-Folge, was bedeutet, dass wir keine Rücksicht mehr bezüglich unserer Sprechgeschwindigkeit nehmen. Das heißt, wir sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie man so schön sagt. Und wir passen natürlich auch den Wortschatz entsprechend an, so dass ihr wirklich eine Menge mitnehmen könnt. Das heißt natürlich nicht, dass man uns nicht zuhören kann, wenn man jetzt selber vielleicht auf einem B1 oder B2 Niveau ist, dann ja, hört einfach zu. Ihr könnt vielleicht auch die Geschwindigkeit so ein bisschen runterdrehen, wenn das irgendwie in eurem Player geht. Aber ja, das einfach nochmal zur Erklärung für alle, die neu sind. Ja, Virbi, wir haben ein wunderbares Thema heute, wie ich finde. Also heute ist ja auch der zweite Weihnachtsfeiertag, der 26.12. Und ja, was haben wir uns heute für ein Thema überlegt? Ja, wir haben das Thema Achtsamkeit. Ja. Und also ich finde, dieser Begriff ist sehr vielfältig. Ja. Auch in vielen Ebenen zu betrachten. Ja. Und darüber werden wir auch heute reden. Ja, richtig. Also fangen wir einfach mal an, genau über die Achtsamkeit zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt oder habe es eigentlich auch immer noch, dass einem dieser Begriff eigentlich permanent um die Ohren gehauen wird. Also immer wieder geht es nicht, man soll achtsamer sein und sich auf Achtsamkeit konzentrieren und so weiter. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass es eigentlich nichts als eine leere Phrase ist für ruh dich mal aus oder komm mal zu dir oder komm mal runter. Oder was sagst du? Ja, aber andersrum ist das auch bitte nötig, also in unserer heutigen Gesellschaft. Wir leben also das sehr schnell. Wir setzen uns unter Druck, wir werden unter Druck gesetzt und irgendwo achten wir auf uns selbst dann weniger. Ja, okay, da ist ein Punkt, da stimme ich dir zu an der Stelle. Ja, ich meine, gerade wir sind ja letztlich auch Mitglieder einer Leistungsgesellschaft, die, wie du ja eben so schön gesagt hast, einfach auch eine Menge von uns fordert. Und wahrscheinlich um auch diesen ganzen Stress zu kompensieren, ist es jetzt vielleicht auch eine logische Konsequenz, dass sich daraus ergibt, dass nun eben auch alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat, irgendwie auch ja nahezu boomt. Mhm. Also wenn man überlegt, ne, es gibt ganze, ja vor allem auch inspiriert durch Yoga, Yoga-Workshops, Achtsamkeit-Workshops, Bücher gibt es dazu, Tees gibt es dazu und weiß der Geier oder was. Oder auf der psychologischen Ebene auch. Also das ist schon, also dieser körperliche, geistige Achtsamkeit und also alles, was um unseren Körper und Wohlbefinden geht, kann man eigentlich unter diesem Begriff Achtsamkeit stellen. Ja, also das heißt, wenn das ja, was bedeutet das denn, wenn ich achtsam bin? Also ich habe das für mich persönlich, ohne mich großartig zu informieren, eigentlich immer so definiert, dass ich sage, ich lasse mich nicht ablenken. Das heißt, ich achte auf das, was, ja, wie du es eben gesagt hast, in meinem Körper passiert. Also das heißt, wie geht's mir? Wie fühle ich mich heute? Aber auch zu schauen, so was passiert in meiner Umgebung. Das heißt, ich nehme vielleicht bestimmte Geräusche wahr oder, also versteht man das schon so unter Achtsamkeit? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also weil das um die Wahrnehmung geht. Ja. Und gerade in der Psychologie geht es auch genau um die Wahrnehmung des eigenen Körpers und Geistes, wobei dann eben der Körper eigentlich, das übt man auch im Yoga oder es gibt ja andere tolle Entspannungsmethoden, wo man nochmal also diese Achtsamkeitsübungen machen kann. Ja, also genau, ursprünglich ist ja eben einfach ja was so aus der buddhistischen Lehre stammt, ne, diese Achtsamkeit. Und wie ich eingangs schon erwähnte, ist es ja, denke ich, schon eine Art der Kompensation,
auch zu unserem sehr schnellen Leben, das ja auch mittlerweile auch wirklich vor allem durch die digitalen Medien geprägt ist. Alles geht immer schneller, wir müssen sofort antworten. Wir haben keine Ahnung, wie viele Nachrichten wir irgendwie pro Minute auf unserem Handy manchmal bekommen. Und wenn wir nicht achtsam mit unserem Körper umgehen, also führt es euch also ganz oft dazu, dass wir nicht mehr so gut uns konzentrieren können. Wir werden auch etwas verschlossener oder wie wir, also die Offenheit den anderen Menschen gegenüber fehlt auch zunehmend. Ja, ich glaube, wenn man auch nicht so einen großen, ich sag mal, ja, so einen großen Begriff wie jetzt Achtsamkeit verwenden möchte, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, ja, geh vielleicht mal mit offenen Augen durch die Welt. Das ist also sehr schön, ja. Ja, das heißt irgendwie, ja, guck einfach mal, genau, eben nicht nur, wie geht's dir, sondern wie geht's deinen Mitmenschen. Ich muss zugeben, dass ich vor allem auch im Alltag auch dazu neige, oft mit Kopfhörern durch die Gegend zu laufen. Das heißt, dann höre ich auch gerne Podcasts oder informiere mich. Das heißt, dauernd prasseln auch Informationen auf mich ein. Und dann ist so diese Pause einfach, glaube ich, auch mal ganz, ja, ganz entspannt und auch nötig. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil dann hast du ja ständigen Informationseinfluss und diesen Informationseinfluss müssen wir irgendwann abschneiden und sagen, jetzt hier ist Stopp oder jetzt ist Halt, weil wir dann gar nicht die Zeit nehmen, also in unser Innere hineinzuhören. Ja. Also wir lassen, du hast vielleicht aber anders Zeit für deinen eigenen Gedanken. Also zum Beispiel höre, was du redest, ich mache meine Gedanken, aber anders, wenn ich alleine mit meinen Gedanken wäre. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Naja, zumal ja dann auch wieder noch ein weiterer Einflussfaktor, nämlich ich in dem Fall, wegfällt, ja, sodass du dann tatsächlich bei dir bleiben kannst. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch das Gefühl, dass es halt eben auch nach wie vor ein Trend ist und das nicht unbedingt nur positiv zu sehen ist. Also weil ich glaube auch, dass durch diesen Begriff Achtsamkeit auch wirklich eine Menge Geld gemacht wird. Also ich glaube, vieles wird dann so als Achtsamkeitsseminar verkauft oder hier Achtsamkeit oder Achtsamkeitstee und was es nicht dann für einen Quatsch gibt, wo ich dann irgendwie denke, okay, ne, man schreibt dieses Schlagwort da drauf und dann kann man schon wieder irgendwie einen Euro mehr nehmen. Ja, ganz bestimmt, aber vielleicht ist das ganz gut, dass es auch diese Therapeuten und Lehrer gibt, die uns wieder sozusagen zurückbringen, weil wir auch vielleicht einiges in dieser Hinsicht verlernt haben. Ja, also da stimme ich dir zu, also wenn es wirkliche Therapeuten oder Lehrer sind. Aber wie gesagt, also ich bin der Ansicht, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die da, ich sag mal, auf dem fahrenden Zug aufspringen und dann unter diesem Begriff eben noch, ja, letztlich einfach Profit machen wollen, weil sie merken, es ist ein Trend und dann, keine Ahnung, ich sag mal so, jetzt, ich habe irgendwie ein gemütliches Hotel oder so und dann schreibe ich jetzt nochmal Achtsamkeitswoche drauf und dann habe ich gleich irgendwie noch mehr Publikum, obwohl ich nichts Besonderes anbiete. Ja, aber andererseits, wenn man denkt, also diese, es gibt ja eben, was du auch gesagt hast, aber es gibt ja auch also zahlreiche Übungen zu mehr Achtsamkeit. Und also von der Universität Gießen wurde es auch wirklich bewiesen, dass es auch die Konzentration und die Offenheit nochmal bestärkt. Also und ich habe auch irgendwo gelesen, was ich auch mir gut vorstellen kann, dass wir, wenn wir wieder diese Mitte erreichen, auch einfühlsamer werden. Ja, also vielleicht können wir uns einfach dahingehend einigen, dass wir sagen, Achtsamkeit ist gut, wenn sie eben von Experten angeboten wird. Ja, das würde ich auch fast so sehen. Ja, genau, natürlich gibt es Menschen, die schon von der Natur aus sehr einfühlsam sind, aber wie können wir das jetzt irgendwie als Fachfremde einschätzen, Richtig. Ob das jetzt irgendwie mir gut tut? Also die Experten wissen schon, wie sie die Übungen durchführen. Hast du da, oder gibt es da Beispiele von Übungen? Also ich weiß, dass man ja, also dass sozusagen ja auch eine Meditation selbst auch eine Achtsamkeitsübung ist, also indem man eben ja sich zurückzieht und wirklich auch
sich auf seine, also ich glaube, das Einfachste, was man ja machen kann, ist wirklich sich auf seine Atmung zu konzentrieren. Ja. Das ist ja so der Standard, ja. Ne? Also tief ein- und auszuatmen und dann eben sich ja vielleicht auch bewusst zu atmen. Ne? Ja. Also atmen ist ja nichts, was wir bewusst machen müssen, zum Glück. Vielleicht würde ich es dann auch mal vergessen bei dem ganzen Stress. Ja. Aber dass man sich sozusagen das Unbewusste bewusst macht. Ja, genau. Und also ich denke auch so, was ich merke persönlich, mir tut das Singen sehr gut, weil wir machen dort auch Atemübungen und ich bin konzentriert beim Singen auf mein Atem und also ja, der Erweiterung der Lungen und ja, und da merke ich, dass nach meiner Chorprobe bin ich, also habe ich wie neue Flügel bekommen. Also. Hast du denn dann zum Beispiel auch das Gefühl, also wir hatten ja schon gesagt, Achtsamkeit führt ja dazu, dass man eben auch, ich sag mal, sensibler mit seinem Körper umgeht und auch vielleicht auch gewisse Dinge spürt. Jetzt dadurch, dass du singst oder da auch eben achtsam diese Übungen vielleicht durchführst, hast du dann das Gefühl, du merkst mittlerweile schneller, wenn dir auch körperlich was fehlt? Also wenn du zum Beispiel eine Erkältung hast oder deine Lunge... Na, also dadurch, dass du die Lunge irgendwie stärkst oder wahrnimmst, dass du auch merkst, oh nee, jetzt habe ich hier gerade aber ein Kratzen im Hals und ich glaube, ich habe jetzt eine Erkältung oder so. Genau, das habe ich wirklich gemerkt. Und dann auch, wenn wir, also wir haben jetzt die letzten Tage auch sehr viel geredet. Ja. Und ich achte darauf, dass ich viel trinke, weil ich das sofort irgendwie innerlich spüre, jetzt brauche ich wieder Flüssigkeit. Ja. Und das hätte ich vielleicht vor einem halben Jahr gar nicht so gesehen oder gespürt. Ja, es ist schon interessant, wie man sozusagen sich selbst schulen kann, Dinge wieder wahrzunehmen, sich zu fokussieren auf ja, auch wirklich auf seinen eigenen Körper. Man eigentlich denkt so, hey, das funktioniert ja so reibungslos. Wo man eben die Achtsamkeit auch eben, das hatten wir auch eingangs erwähnt, kennt, ist natürlich beim Yoga, dass man eben dann natürlich auch bestimmte Übungen ganz bewusst durchführt. Also, dass es gar nicht jetzt so, ich sag mal, wie beim Leistungssport irgendwie darum geht, jetzt, keine Ahnung, besonders weit in die Dehnung zu kommen oder hier irgendwie diese Pose besonders stark auszuüben, sondern ja wohl bewusst. Ja, aber ich fand das auch sehr schön, wie du hast das geschrieben und auch, glaube ich, gesagt, als du beim Wandern warst, also der Weg ist das Ziel. Mhm. Und ich fand es sehr schön, weil gerade auch beim Wandern kommt man auch sehr gut zur Ruhe. Richtig. Ja, das finde ich auch. Also vor allem auch, ja, ich sag mal, Achtsamkeit in Verbindung mit der Natur. Ja, du hast ja auch eine Menge, auf das du dich konzentrieren kannst. Mhm. Du hast die Geräusche, hast vielleicht Tiergeräusche. Ja. Du hast selbst den Weg. Und das meinte ich auch manchmal, auch Weg, das Ziel. Vor allem, wenn ich jetzt einen Berg hochsteige, dann merke ich ja auch, inwieweit ich mich auf meine Atmung konzentrieren muss, inwieweit ich wirklich auch bei mir sein muss, um nicht völlig außer Puste zu geraten. Also man überschätzt sich ja dann auch relativ schnell. Und es ist auch, wir haben ja unser, das kann man schon so sagen, wir haben gestern Abend so eine Achtsamkeitsübung in der Natur gemacht. Wir haben den Sonnenuntergang beobachtet, wie die Natur sich ändert, also wie der Wald plötzlich so nur dunkel wird oder eine Wiese hell und also... Es ist schon, als wenn man eine Stunde, zwei Stunden also in der Natur sitzt oder steht. Also das ist auch eine wunderbare Übung. Ja, vielleicht müssen wir dazu irgendwie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, dass wir eben auch schon gestern eine ganze Menge an Podcast-Folgen aufgenommen haben. Ne, wir schaffen das ja nicht, dass wir uns jede Woche einmal treffen, sondern nehmen dann im Blog einfach mal so ein paar Folgen auf, regelmäßig. Und ich fand das auch spannend. Wir haben ja gestern wirklich sehr, sehr viel gesprochen, sehr viele Podcast-Folgen aufgenommen. Und dann haben wir auch beide diese Pause gebraucht und sind eben raus in die Natur gegangen und haben sozusagen auf den Sonnenuntergang gewartet und gesessen und auch geschwiegen. Genau. Und das war das ist einfach dann was Besonderes. Also, genau. Zwar für sich zu sein, aber irgendwie doch nebeneinander zu sitzen und danach dann natürlich auch wieder diese Gedanken zu teilen. Ich glaube, das ist so gerade, wenn ich auch so an die heutige Zeit
denke, ist es ja auch letztlich auch so ein Wechselspiel von, ich sag mal, Schnelligkeit und aber auch wieder Langsamkeit. Ja, und genau, ich glaube gerade, wenn wir von der jetzigen Zeit sprechen, wir sollten uns irgendwie in den positiveren Gedanken leiten lassen und sie auch gezielt suchen. Richtig. Gut, das hat vielleicht nichts mit Achtsamkeit zu tun. Wobei, also ich bin schon auch der Meinung, dass man grundsätzlich eher das Positive sehen sollte. Mhm. Man kann es ja sowieso nicht ändern. Also ich denke jetzt schon, dass die Gedanken die mit der Achtsamkeit auch zu tun haben und große Auswirkungen an den restlichen Körper haben. Ja. Also wenn ich mit einem negativen Gedanken beschäftigt bin, ist meine Körperhaltung auch anders. Total, also, total. Also auch meine Gesichtszüge verändern sich. Also ja. Ich sehe böse aus einfach. Ja, genau. Und damit wirkst du auch wieder unsympathisch auf andere Menschen. Und dann wird das Spiel ja sozusagen fortgetrieben. Mhm. Achtsamkeit, echt irgendwie ein wichtiges Thema, vielleicht auch jetzt wirklich zu den Feiertagen. Und wie gesagt, heute ist ja der zweite dann Weihnachtsfeiertag, wenn ihr das hört. Und genau das ist eben wieder die Zeit, wo man ja auch wirklich die Zeit hat, um mal wirklich zur Ruhe kommen kann, dass man sich vielleicht mit seiner Familie austauscht oder auch wirklich mal einfach so für sich ist und weiß ich nicht, selbst wenn man sich die Zeit nimmt, sich in den Sessel zu setzen und ein Buch zu lesen. Oder einfach mal, also auch das kann ja schon Achtsamkeit sein. Also, oder wenn man nicht mal zur Zeit in der Lage ist, etwas zu lesen. Wie du sagst, wenn man sich hinsetzt und einfach starrt und alleine ist und nichts sagt, ich glaube, das wird auch schon helfen. Richtig. Aber ich glaube, also wichtig ist für mich aber wirklich auch dieses Wechselspiel zu haben. Also ich könnte auf gar keinen Fall nur achtsam sein, dann könnte ich wahnsinnig werden. Ja. Es geht mir auch so. Also ich muss auch Zeiten haben, in denen ich auch viel zu tun habe. Ja. Ich genieße es auch. Ja, total. Ja. Also ich zurzeit habe ich das große Glück, Sachen zu tun oder dann meine Arbeit macht mir einen großen, großen Spaß. Und ich finde auch, da habe ich auch, das ist so ausgeglichen bei mir zurzeit. Geht mir auch so. Ja. Also ich finde es auch ein großes Privileg, oder ich empfinde es als großes Privileg, wirklich etwas tun zu dürfen, zu können, was mir so eine große Freude bereitet. Ja. Also es gibt ja auch Menschen, die sich dann zu ihrem Job quälen, die den Job annehmen müssen, weil gerade auch irgendwie keine andere Möglichkeit da ist. Oder also ich finde das total wichtig. Ja, genau. Und was haben wir noch? Wir haben noch ein Zitat. Ja, ich habe ein Zitat, das ich aber echt schön finde, weil es zu diesem unsteten Leben und der Schnelligkeit passt. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Jon Kabat-Zinn, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Das finde ich so für diesen Alltagstrubel echt ein tolles Zitat. Ja, das kann man wirklich sagen. Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge. Heute mal keine Grammatik. Ihr sollt ja achtsam sein. Vielleicht kann man auch achtsam sprechen, definitiv, würde ich sagen. Ne? Genau. Auf seine Sprache achten, bei der Aussprache auf die Atmung achten, auf die Betonung achten. Genau, und vielleicht kannst du uns wissen lassen, wenn du Achtsamkeitsübungen machst, welche du machst und wie du deine Ruhe erreichen kannst. Ja, das fänden wir wirklich spannend. Und ja, am Ende bleibt uns natürlich wieder zu sagen, wir freuen uns wirklich auf eure Bewertung bei iTunes zum Beispiel. Gerne 5 Sterne, wenn euch die Folgen gefallen. Hinterlasst uns auch gerne eine Rezension. Ja, ihr habt ein hohes und gutes Sprachniveau, schreibt gerne viel und umfangreich, da freuen wir uns ganz besonders. Und ansonsten könnt ihr uns ja auf so ziemlich, allen Kanälen will ich noch nicht sagen, aber vielen Kanälen zuhören, also zum Beispiel Google Podcast sind wir mittlerweile auch oder seit längerer Zeit schon, bei YouTube oder natürlich auch bei Spotify könnt ihr uns folgen.
Ja, und dann findet man uns natürlich auch noch bei Instagram und Facebook, und dort posten wir regelmäßig etwas, und ihr könnt auch noch mit uns gerne weiterlernen. Ja, genau. Also bleibt achtsam heute, gönnt euch die Ruhe, und wir hören uns garantiert im nächsten Jahr, würde ich schon fast sagen. Das war die letzte große Sendung in diesem Jahr, müssen wir auch noch sagen. Ja, wahnsinnig. Das ging echt schnell rum dieses Jahr. Und dafür möchten wir natürlich euch ganz herzlich bedanken. Ohne euch könnten wir natürlich keine Podcast-Folgen aufnehmen. Und also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, also ja, wir hoffen, dass wir den Weg gemeinsam auch im Jahr 2021 gehen werden. Ja, also das wäre wirklich ganz, ganz wunderbar. Also wir wünschen euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Bleibt gesund, und wir hören ganz, ganz bestimmt im nächsten Jahr wieder voneinander. So ist es. Tschüss.